Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Parkvorstellung. Diesmal geht es in den Süden Deutschlands ins Allgäu, genau genommen in den Skyline Park. Bayerns größter Freizeitpark überzeugt weniger mit krasser Thematisierung und Themenwelten, dafür aber mit über 60 Attraktionen und schönen Grünanlagen. 1999 wurde der Park, welcher eigentlich nur ein großer Spielplatz war, von der Schaustellerfamilie Löwenthal aufgekauft und in Skyline Park getauft. Seit seiner Eröffnung hat der Park seine Fläche mehr als verdreifacht und bietet mittlerweile unzählige Attraktionen für Jung und Alt. Ohne große Umwege beginnen wir einfach mal unsere Parkrunde am süßen kleinen Eingang und bewegen uns einmal quer durch den Park bis zum Ende und dann entgegen des Uhrzeigersinns wieder zurück. Wir konzentrieren uns nur auf die großen Attraktionen. Dennoch bekommt ihr durch das Video, denke ich, einen guten Eindruck vom Park. Den Anfang macht direkt eine Attraktion, die ich persönlich sehr mag. Formel 1 ist quasi eine Rennstrecke in Form eines Autoscooters, die seit 1999 im Park steht. Gebaut wurde die Anlage von SBF Rides und überzeugt mit einer 350 Meter langen Strecke, auf der man zwei Runden zurücklegt. Autoscooter an sich können ja schon echt cool sein. Das Ganze als Rennen zu verpacken, macht's aber nochmal um einiges spaßiger. Vorbei an zwei Nautic-Jets, Grünanlagen der Baustellenfahrt sowie dem 4D-Simulator geht's zur ersten Achterbahn, Skyrider. Hierbei handelt es sich um eine 2001 eröffnete Hängeachterbahn vom niederländischen Hersteller Caripro und die einzige Auslieferung eines Gyroflyers weltweit. Ihr sitzt hier mit vier Leuten im Kreis unter der Schiene, werdet mit einem Aufzug auf 20 Meter Höhe befördert und fahrt mit knapp 50 km/h die 350 Meter lange Strecke entlang. Die Anlage ist durch die Einmaligkeit ganz interessant, mehr aber auch nicht. Durch die extrem niedrige Kapazität habt ihr hier schnell längere Wartezeiten. Vorbei an einem kleinen Snackbereich, verschiedenen Fahrgeschäften und der Bungee-Kugel, die übrigens im Preis inbegriffen ist und am besten als erstes besucht werden sollte, geht es zu Skyspin, einer Drehachterbahn, die im Jahre 2013 eröffnet wurde. Die Bahn ist ca. 16 Meter hoch, 60 km/h schnell und bietet dasselbe Layout wie zum Beispiel der Spinning Racer auf der Kirmes oder auch Crush's Coaster in den Disney Studios Paris. Im Grunde wäre das eine coole Anlage, die Fahreigenschaften lassen aber wirklich zu wünschen übrig. Naja, ich glaube im Camelot Theme Park, wo die Anlage vorher stand, waren diese schon ziemlich bescheiden. Ein paar Meter weiter wartet die älteste Achterbahn des Parks auf uns. Die nostalgische Achterbahn steht seit 1999 im Skyline Park, war aber seit 1967 auf Kirmesplätzen unterwegs. Im Jahre 2015 wurde die Bahn parkintern vom vorderen Bereich an die jetzige Position umgesetzt. Die Wildcat vom Hersteller Schwarzkopf ist 25 Meter hoch, 580 Meter lang und bietet ein klassisches, aber ziemlich spaßiges Layout mit wunderbaren Fahreigenschaften. Lediglich die Lautstärke ist extrem hoch, aber das macht nichts, denn die Bahn macht richtig Laune. Wieder ein paar Meter weiter und am Ende des Parkareals kommen wir zur neuesten Achterbahn des Parks, dem Problemkind, dem Sky Dragster. Hierbei handelt es sich um die Erstauslieferung des Spike Coasters der Firma Maurer. Besonderheit dieses Achterbahntyps ist der Antrieb via Zahnrad. Ihr könnt außerdem die Geschwindigkeit selber steuern. Bis zu 60 km/h sind hier möglich. Die Bahn ist gerade mal 271 Meter lang, zeigt aber dennoch, was mit diesem Antriebssystem so möglich ist. Durch den einzelnen Wagen auf der Strecke, der zwei Personen fasst, explodieren die Wartezeiten hier natürlich innerhalb von Minuten. Bei unserem Besuch hat die Anlage ab 11 Uhr geöffnet, keine Ahnung, ob das die Regel ist. In der Vergangenheit war die Bahn auch ziemlich fehleranfällig, das hat man aber scheinbar mittlerweile in den Griff bekommen. Ist ganz nett, braucht man aber nicht öfters. Vorbei am Sky Circle, einem Zamperla Turbo Force, geht es zur größten transportablen Wildwasserbahn der Welt namens Wildwasserbahn.
Diese ehemalige Kirmeswasserbahn von Mack Rides steht seit 2017 im Skyline Park und ersetzt quasi die alte Wildwasserbahn, die 2015 abgebaut wurde. Die Anlage ist stolze 30 Meter hoch und bietet insgesamt 4 Abfahrten inklusive Rückwärtspart. Optisch nicht mehr ganz im besten Zustand, überzeugt die Bahn natürlich trotzdem durch ihre schiere Größe. Nun geht's einmal quer durch ein bayerisches Dorf mit allerlei Snacks und Sitzmöglichkeiten. Vorbei am Allgäu-Flieger, dem bei Eröffnung 2020 mit 142 Metern höchstem Kettenkarussell der Welt, der Überschlagschaukel Highfly, dem temporären Freefall Tower Skyfall, dem kleinen, aber feinen Skyrafting kommen wir zur nächsten Achterbahn. Kidspin ist eine Drehachterbahn der Firma SBF Visa und ist im Coaster-Line-Up die Bahn für die Allerkleinsten. Ja, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Direkt dahinter befindet sich eins der Aushängeschilder des Parks, das Skywheel. Hierbei handelt es sich um den 2004 eröffneten Maurer Skyloop XT150 Prototyp, eine Achterbahn mit 46 Metern Höhe. Via Senkrechtlift werdet ihr nach oben befördert und nach einer Hardline-Roll in luftiger Höhe geht es 105 km/h schnell wieder bergab. In der Station werdet ihr ziemlich krass in den Sitz gepresst. Trotz ihres Alters und der kurzen Strecke ist Skywheel immer noch eine verdammt spaßige Anlage und achterbahntechnisch das Thrill-Highlight im Skyline Park. Direkt dahinter befindet sich die einzige Indoor-Themenfahrt des Parks, die Geisterschlange. Die von Mack Rides gebaute Geisterbahn war seit 1979 auf den verschiedensten Kirmesplätzen unterwegs und überzeugt mit einer großen Front und ein paar netten Szenen im Innern. Nicht das mega Highlight am Geisterbahnhimmel, aber eine nette Anlage. Das war dann quasi auch schon der Rundgang durch den Skyline Park. Der Park mag vielleicht keine krasse Thematisierung bieten und fast nur Kirmesfahrgeschäfte. Das macht aber nichts, denn Spaß hat man hier auf jeden Fall trotzdem. Der Park ist recht gepflegt, die Grünanlagen sind schön angelegt und das Ride-Portfolio hat definitiv für jeden was in petto. Klar, man muss nicht unbedingt jedes Jahr hierhin, mit einem Besuch macht man aber auch nichts falsch. Die über 60 Attraktionen können sich sehen lassen und die Größe ist mittlerweile, wenn man den Park aus früheren Jahren kennt, wirklich beeindruckend. Und damit danke fürs Zuschauen, denkt dran, abonnieren, kommentieren, teilen, Glocke drücken und Achterbahn fahren.